Hallo ihr Lieben, ich bin Gina und ich bin Markenbotschafterin bei PT Arnlauf. Ich habe heute die große Ehre, euch eine neue Rubrik bei PT Arnlauf vorzustellen. Und zwar geht es hier ums Kochen und Backen mit Zutaten aus der Apotheke. Denn einige Firmen haben neben ihrem Hauptsortiment von Arzneimitteln, Teedrogen und Chemikalien auch hochwertige Kräuter und Gewürze. Und das werden wir demnächst in regelmäßigen Abständen miteinander verarbeiten. Heute geht es um Oregano. Und nicht nur den Oregano habe ich aus der Apotheke, sondern auch das Rezept. Denn heute machen wir nette Blätterteig-Täschchen oder einen Blätterteigkranz, eher gesagt, mit Gemüse, Pesto und unserem super Oregano. Das hat nämlich meine Kollegin zu ihrem Geburtstag mitgebracht anstatt Kuchen und ich fand, das ist ein super Einstieg, den ihr entweder zu Hause genießen könnt oder auch mit euren Arbeitskollegen teilen könnt. Kommen wir zu unseren heutigen Zutaten. Natürlich brauchen wir unseren Oregano aus der Apotheke. Dazu brauchen wir aber noch eine Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal. Dann geschnittene Tomaten und Zucchini. Dann Mozzarella-Bällchen oder auch geschnittenen Mozzarella und gewürfelten Feta-Käse. Und zu guter Letzt noch grünes Pesto. Das war's auch schon und wir können sofort mit der Zubereitung beginnen. So, bevor wir jetzt richtig loslegen, solltet ihr euren Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze einstellen. Zum Schluss kann man dann immer noch ein bisschen Umluft anmachen, damit es ein bisschen Farbe bekommt, sage ich mal. Und ihr solltet ungefähr eine Schnittvorlage haben, wo ihr dann später den Teig klappen werdet. Solltet ihr vorher machen, danach ist ganz schlecht. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Fangen wir einfach mal an. Ordentlich Pesto. Natürlich immer nur so hier ein Stückchen, nie bis an den Rand. Wenn es jetzt mal wie hier nah an den Rand kommt, ist überhaupt kein Problem. Ist dann halt aber unsauber beim Falten nachher. Also saut man sich gern mal die Finger mit ein. Sowas lässt sich auch super mal vorbereiten, wenn ihr eine Küchenzeile in der Apotheke habt und Geburtstag und einen ausgeben wollt. Dann könnt ihr das natürlich auch super dort in der Apotheke vor Ort machen, denn warm und frisch aus dem Ofen schmeckt es am besten. Es kann auch kalt mitgenommen werden, keine Frage, dann hat das auch noch einen guten Geschmack, aber warm und frisch aus dem Ofen ist natürlich am besten. So, jetzt haben wir hier ordentlich verteilt an Pesto. Und jetzt verteilen wir abwechselnd Tomaten und Zucchini hier auf unserem Blätterteig. Ich habe hier ein bisschen gepatzt, bin ein bisschen eng geworden. Das heißt, ich lege da nur kleine Tomaten und Zucchini drauf. Hier an den Seiten kann es dann wieder größer werden. Und dann kommt als nächstes auf jede Tomate ein Mozzarella-Bällchen. Oder zwei, wenn es groß ist. Nur machen wir hier mal hoch. Zwei drauf. Und auf jeden Zucchini, jede Zucchini-Scheibe machen wir ein Würfelchen Feta-Käse drauf. Das war's schon. Und jetzt kommt unser Oregano, den wir wirklich großzügig hier drauf streuen können. Es riecht schon so schön nach Urlaub und mediterranes Essen. So, und dann klappen wir das langsam um. Ritzen hier nochmal die Seiten ein, so ein bisschen, dass wir das besser umklappen können. Verschließen, damit das hält einigermaßen. Und dann die Seiten, die etwas zu kurz geschnitten sind. So. Hauptsache alles so ein bisschen hoch und zu, dass da nicht die ganze Soße rausläuft sozusagen.
Gut, dass das nach dem Backen alles noch ein bisschen harmonischer aussieht als das, was ich hier jetzt zusammenknete. Optik ist nicht so meins. Das war's auch schon. Das Ganze ziehen wir uns jetzt auf dem Backblech und dann geht es für ganze 20 bis 25 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Und dann können wir uns gleich unser Ergebnis angucken. So, ich habe da mal meine Blätterteigfladen aus dem Ofen geholt. Ist optisch ein bisschen anders geworden als erwünscht, aber schmecken würde es trotzdem. Außerdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ihr jetzt ganz fleißig am Nachkochen sein werdet. Falls ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und alles weitere für Zutaten und Zubereitung findet ihr unten in der Beschreibung. Vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und falls ihr nachkocht, nachbackt, was auch immer, markiert uns doch gerne in euren Stories bei Instagram. Und nun, lasst es euch schmecken. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Das ist jetzt mein Abendessen. Und ich hoffe, bis demnächst. Bye, bye.